Bei Höfer und Sohn in Fürth entstehen neben hochpräzisen Werkzeugen für komplexe Automotive-Teile auch Werkzeuge für 3D-Puzzles des Spielzeugherstellers Ravensburger. Etwas ungewöhnlich für den Spielzeugbereich sind die sehr engen Toleranzen, die durchaus auch im Hundertstelbereich und darunter liegen können. Bei den Aufbauten verlässt sich das Unternehmen auf den österreichischen Normalienhersteller Meusburger. Warum das so ist? Nun, schauen wir es uns an. Rund 30% der bei Höfer und Sohn gebauten Werkzeuge kommen in der eigenen Spritzerei zum Einsatz. Hier werden auch komplexe Projekte gestemmt, etwa das Umspritzen von Einlegeteilen. Die Kunden kommen aus einem gesunden Branchenmix von Automotive über Elektronik bis hin zu Herstellern von Artikeln für Konsum und Kosmetik. Auch Spielwarenhersteller sind immer wieder unter den Kunden. Im Bereich Fräsen im Werkzeugbau dominieren POSMIL-Bearbeitungszentren, die im Zusammenspiel mit hochwertigen Werkzeugen für höchste Präzision sorgen. Beim Erodieren setzt Höfer und Sohn auf Anlagen von Zimmer und Krein sowie von Exaron. Verarbeitet werden Elektroden sowohl aus Graphit als auch, insbesondere aus Gründen der hervorragenden Oberflächen, aus Kupfer. Grüß Gott, Herr Bonner. Sie sind Geschäftsführer bei Höfer und Sohn in Fürth. Neben zahlreichen Automobilteilen bauen Sie auch Werkzeuge für die 3D-Puzzles des Unternehmens Ravensburger. Sagen Sie mal, was sind denn da die besonderen Herausforderungen dabei? Die besonderen Herausforderungen bei den Werkzeugen liegen sicherlich in den Toleranzen, die für den Spielraumbereich vielleicht sogar unüblich sind. Wir haben hier zwischen den Puzzleteilen durchaus Bereiche, die wir ungefähr das hundertsten Millimeter im Bauteil suchen und auch einen ganz spannenden Rekursionsprozess haben, weil es im Prinzip keine Zeichnungsvorgabe gibt, wo diese Maße genau hinterlegt sind, sondern wir mit unserer Mannschaft die Genauigkeiten tatsächlich erspüren müssen. Der Kunde muss zum Schluss hergehen können, die Puzzleteile zueinander stecken können und ein Klickerlebnis spüren müssen, dass sein Endkunde, der die Puzzle später kauft, auch einen Spaß am Puzzeln hat. Das heißt, da sind höchste Reproduzierbarkeit und Qualität gefragt. Sie verwenden ja für die Werkzeuge unter anderem Platten, aber eben auch die Formaufbauten von Meusburger. Warum ist das so? Meusburger hat sich in den letzten Jahren bei uns als etablierter Partner herauskristallisiert. Wir schätzen an Meusburger die Termintreue, die Zuverlässigkeit und die Partnerschaftlichkeit, die für uns ganz, ganz wichtig ist. Normalerweise stellt die Spielwarenbranche nicht so hohe Ansprüche an die Toleranzen. Meist reicht es, wenn es auf ein Zehntel genau ist. Anders bei den 3D-Puzzles. Hier braucht der Anwender den besonderen Klick und der lässt sich eben nur mit Toleranzen im Hundertstelbereich, die ein Nachsetzen im Mühbereich erfordern, erreichen. Inzwischen hat Ravensburger neben den Motivbällen auch hochkomplexe Gebäudepuzzle im Programm. Übrigens, wer sich über die scheinbar krumme Anzahl der Puzzleteile wundert, es ist immer ein Vielfaches von 54. Das rührt daher, dass die Teile aus einem 54-fach Werkzeug mit einer Heißkanalanspritzung von Günther kommen, anschließend im Digitaldruck mit verschiedenen Dekoren versehen werden, sodass sie sich zu komplexen Strukturen zusammenfügen lassen. Die Formhälften, die zu dekorierende Oberfläche gestalten, werden gefräst, jene, die für die Passung verantwortlich sind, werden erodiert. Und bei Aufbauten und Formplatten verlässt man sich inzwischen nahezu vollständig auf Meusburger. Die 3D-Puzzles des Spielwarenherstellers Ravensburger sind bei den Spielern derzeit heiß begehrt. Deswegen ist es auch notwendig, dass neue Produkte sehr schnell an den Markt kommen. Das bedeutet wiederum für die Lieferanten einen hohen Termindruck und kurze Lieferzeiten. Da ist es ein großer Vorteil, dass die Werkzeugbauer bei Höfer und Sohn mit Meusburger einen Partner haben, der konstante Qualität, sehr schnell und vor allem termintreu liefern kann. Zudem lassen die Werkzeugbauer bei Meusburger ihre Platten und Formaufbauten schon einarbeiten. Das gibt ihnen die Möglichkeit, sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren, die formgebende Kontur.